In einem Brief wenden sich die Schulsprecher von insgesamt 32 Wiener Gymnasien an die Bundesregierung und sie gehen mit der Corona-Politik an den Schulen hart ins Gericht. Die Schülerinnen und Schüler sind unzufrieden mit den aktuellen Corona-Maßnahmen an den Schulen. Es werde zwar gesagt, Schulschließungen verhindern zu wollen, jedoch ziele alles darauf ab, so der Vorwurf. Die Situation der Jugend, so schreiben sie in ihrem zweiseitigen Brief, sei prekär und fordern folgende Forderungen. Unter anderem flächendeckende Anschaffung von Luftfiltern zur Sicherheit aller Schülerinnen und auch Schüler, konsequenten Schutz von ungeimpften Kindern, etwa durch eine Impfpflicht für Kindergarten und auch Volksschulpersonal, unter anderem auch eine Entlastung durch die Streichung von Lehr- und Maturastoff, des Weiteren die Bekanntgabe eines Corona-gerechten Fahrplans für die Matura im Jahr 2022 noch in diesem Jahr und auch die Rückkehr der FFP2-Maskenpflicht im Schulgebäude.